Wie blicken eigentlich die Dänen auf die Migrationspolitik in Deutschland? Die Gespräche, die ich jetzt familiär führe und die ich immer wieder höre, es ist ein Unverständnis da, warum man das so zulässt und warum wir eben diese Position haben, mit der wir ja in der letzten Zeit recht alleine standen, dass wir also eine sehr, sehr liberale Flüchtlingspolitik entsprechend vertreten. Das dänische Argument ist dabei immer, dass sie sagen, ein Wohlfahrtsstaat oder ein Sozialstaat, wie wir in Deutschland sagen, kann nicht aufrechterhalten werden, wenn zu viele kommen, die zu wenig beitragen. Und darum müssen eben dann möglichst viele auch arbeiten.